Was geht ab? Da bin ich wieder. Ja, wir sind jetzt in Welt 7 und haben das Problem, dass wir tatsächlich in Welt 7 sind. Weil wir haben Welt 5 durchgemacht und sind stattdessen hierhin gekommen, statt in die sechste Welt. Und ich weiß nicht, warum es so ist, aber es ist vom Spiel gewollt jedenfalls. Aber wir können Abhilfe uns verschaffen, indem wir zurück in Welt 5 gehen. Und einfach einmal hier quer durch die Dings hier gehen. Okay, durch die Kanone schlendern. Denn diese Kanone wird uns in Welt 6 führen. Ich weiß nicht, warum die es so gemacht haben. Aber die haben sich gedacht, ja, Welt 5 führt dich direkt zu Welt 7. Wenn du Welt 6 spielen willst, dann musst du die Kanone machen. Ist gewollt vom Spiel. So ganz verstehen tue ich das jetzt auch nicht. Aber, na, lass mich doch mal. Aber es muss so. Auf jeden Fall. Also, keine Ahnung, was da abgeht. Es ist halt, wie es ist. Auf jeden Fall führt uns das auf den Mond oder sowas. Auf jeden Fall ins Weltall. Vielleicht ist das ja so der Zusammenhang, die Verbindung damit, so. Ja, dass wir praktisch mit der Kanone auf den Mond kommen und sonst da gar nicht hinkommen würden. So, hier sind lustige Sachen unterwegs, glaube ich. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. In 6.1 mit dem Spaß. High Pop. Nee, High Hop Pass. So, und sind hier mitten. Okay, Mario bewegt sich total komisch. Okay, die ganze Steuerung ist komplett anders. Selbst Marios Bewegungen sind so ganz komisch. Yeah. Okay, ihr seht schon. Also ich glaube, wenn die ganze Welt jetzt so gebaut ist, dann ist das ein komplett anderes Spielerlebnis, als was wir vorher hatten. Weil Mario fährt langsam. Er ist. Oh, das wird nicht reichen. Doch, das reicht. Kann ich auch hier hin? Ja. Also er ist langsam, auch wieder nach links und rechts unterwegs ist. Ah, da bin ich so hochgesprungen. Okay, ist natürlich nicht ganz so einfach. Kann ich da hin? Wahrscheinlich nicht. Also es steuert sich halt ganz anders, als man es sonst gewohnt ist. Und das ist natürlich sehr ungewöhnlich für den Anfang. Aber ich denke mal, das kriegen wir noch hin. So, okay, wieso ist denn der Typ schon direkt wieder neu gespawnt? Ist voll frech. Oh, Moment. Ich kann keine Wandsprünge. Ja, okay, ich kann keine Wandsprünge. Ich glaube, das ist auch so wohl gewollt, oder? Ja, okay, Moment, gib mir mal eine Sekunde. Ich muss mich echt erstmal in diesen ganzen Spaß hier gewöhnen, ja. Okay. Okay, haben wir einen One-Up. Ist doch schon mal schön. Ich hätte lieber einen Power-Up gerade. Ah, da muss ich hin. Okay. Münze 1? Ja, Münze 1. Sehr schön. Boah, guck mal, wie ich falle. Ja, ist auch eine interessante Custom-Music. Habe ich so noch nie gehört. Keine Ahnung. Oh Gott. Ob das von irgendwas anderem, ne? Ich glaube, das ist schon extra für die Spiel so eine Musik entworfen. Ich glaube, in New Super Mario Bros. Wii gab es das auch nicht. Wenn ich jetzt mich recht erinnern tue. Okay. So, das ist also die lustige Welt 6, ja. Wo man ganz langsam fällt. Feuerblume bringt mir an sich ja gar nicht mal was. Oh, da muss ich hin. Dafür muss er hier immer runterkommen. Aber er wird nicht freiwillig. Okay, das machen wir folgendermaßen. Er wird dir nicht freiwillig hier runterkommen. Das heißt, wir müssen hier runterstoßen. Okay, komm zu mir. Genau so. Und dann. Yeah. Oh, das alles bewegt sich hier so langsam. Ich weiß gar nicht, ob ich das gut finden soll, aber. Okay, ich finde schon mal gut, dass es auf jeden Fall anders ist. Wisst ihr allein schon. Okay, wo muss ich lang? Ist eigentlich egal. Okay, gut. Ja. Aber ihr seht, es bewegt sich sehr langsam alles, weil die Schwerkraft einfach so ist, wie sie ist. So, hier ist doch nicht das Level zu Ende, oder? Nein, hier ist das Level nicht zu Ende. Doch, das Level ist hier zu Ende. Verdammte Scheiße, was ist denn hier los? Oh fuck. Ich will aber noch nicht, dass das Level endet. Da oben. Ich muss da hoch, oder? Ich glaube, ich muss da hoch. Moment. Ich glaube, ich habe gerade das Geheimnis entdeckt. Ich hoffe es jedenfalls. Yes! Okay. Ah, ich bin jetzt glücklich. Okay, jetzt kann ich zufrieden ins Ziel reingehen. Yeah! Gut. Ich hatte kurz Angst, die dritte Münze verpasst zu haben. Oh, aber cool. Interessante Welt. Okay, wenn Mario ins Ziel läuft, läuft er wieder normal. Das führt uns dann dahin. Das war ja ursprünglich in New Super Mario Bros. Die Bergwelt. Jetzt ist es einfach
die Weltallwelt. Allwelt. All. Ja. Okay. Mal sehen, ob sich Luigi in irgendeiner Form anders nochmal steuert. Also eigentlich ja. Weiß nicht, müsste ja noch krasser sein, weil er ist ja generell jemand, der langsamer fällt und höher springt. Ach, natürlich, warum nicht? Mario Galaxy Musik. Okay, nicht so sehr abgehen, Mr. Luigi. Coole Sache, ja. Mario Galaxy ist echt eins der letzten Sachen, die ich irgendwie erwartet hätte in einem New Super Mario Bros. Hack, ja. Okay, ihr seht, wie ich. Wow, abgehe hier. Tschüss. Wie bitte mache ich das hier auf? Ich will da rein. Lass mich da rein. Wie geht das? Okay, dann gehen wir halt da lang. Ne, Moment, wir gehen da hoch wahrscheinlich, oder? Ach, okay, gut. Geheimnis ist wahrscheinlich gelüftet. Gibt das? Boah, er fällt langsam. Und seitwärts bewegt man sich ja auch relativ langsam, ne? So, ich habe jetzt mal darauf verzichtet, dieses Ding da zu sammeln. Ich weiß auch nicht, warum. Mir eigentlich ein nettes zweites Power-Up bestellen können. Da kann ich wohl nicht hoch, ja. Okay, dann nicht. Dann noch. Sind das die einzigen Gegner, die hier leben? Keine Gumbas, kein gar nichts. Moment, da oben ist doch, ne, doch nichts. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier runter kann. Luigi bewegt sich übrigens automatisch darunter, ne? Weil das hier so. Also wenn ich nichts drücke, dann geht er von allein darunter. Und dann sterbe ich wahrscheinlich. Hier scheint wohl auch nichts zu sein, hoffe ich mal. Schauen wir mal. Schießt uns hier hoch. Ins nächste Gebiet. So, vielleicht erstmal checken, ob da was ist. Aber es sieht wohl nicht danach aus. Checkpoint ist da, der auf mich wartet. So, jetzt haben wir wieder Items. Ist auch schön. Drücken wir mal hier drauf. Aber ich bin ein cleverer Typ. Ich werde jetzt nochmal zurückgehen und gucken, ob es da auch nochmal was geöffnet hat. Okay, so clever war es jetzt wohl doch nicht. Da muss ich jetzt runter. Okay. Das ist eine Münze. Wahrscheinlich wird mir der Boden hier weggemacht und das da rechts geht auch auf. Also werde ich jetzt versuchen, ganz schnell. Okay, ich hatte wirklich rechts rum, dem ich gesagt habe, da hochzugehen. Das war ein bisschen absehbar. Zum Glück. Sonst. Ach, scheiße. Sonst hätte ich jetzt ganz schön gelitten hier an der Stelle. Okay, es wird ein bisschen eng. Oh, das wird echt ein bisschen eng. Ah, oh, da habe ich mich viel getraut. Aber es hat schon geklappt, irgendwie. Okay, die letzte Münze. Okay, ich war zu langsam. Dann gehen wir mal hier hoch. Gehen schnell nochmal hier runter. Und holen uns in Ruhe unser Power-Up. Das heißt, selbst wenn ich jetzt hier reinscheiße, bin ich ja schon mal nicht tot, sondern habe nur Pech gehabt. Oh, schneller. Okay. Boah, es ist verdammt schwer, weil es einfach so anders zu steuern ist. Man denkt, es ist einfach, weil ich jetzt hier so viel Luftmomentum habe, sage ich mal. Aber irgendwie ist das trotzdem nicht wirklich einfacher dadurch. Weil ich mich auch seitwärts nicht so schnell bewege. Es ist eine seltsame Angelegenheit, aber ich umarme diese neue Herausforderung. Ich empfange sie mit offenen Armen, sagen wir so. Let's go. Das sieht aber aus wie ein normales Level. Moment. Ein Berglevel? Na, okay. Vielleicht gehen wir jetzt vom Mond runter oder was auch immer. Okay, wir fallen. Wir fallen. Ach, okay, das geht auch. Moment, gab's doch. Das gab's auch im Originalspiel, ne? Die ist von links nach rechts laufen. Ja. Ah, oh, das war zu weit. Nein, 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 nein. Okay, wenigstens habe ich jemanden zu bekommen. Alles cool. Coopers. Kann ich hier jetzt ein paar Leben hier verdienen? Ich glaube, wenn ich will, kann ich das. Schauen wir mal. Yeah. Boy. Jetzt gehen wir bis unter die Wolken. Und hier wird die Schwerkraft. Okay, ist die Schwerkraft wieder normal. Wir sind einfach vom Mond runtergegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob damit die Mondphase vorbei ist in dieser Welt. Oder ob wir am Ende wieder hochgehen oder so. Weiß ich jetzt nicht. Scheiße. Okay, aber jetzt sind wir wieder
zurück in der Normalität hier auf jeden Fall ankommen. Die Dinger. Okay. Hier. Scheiße. Gescheitert. So, jetzt muss ich mal gucken und mich vielleicht... Das ist der Checkpoint. Aber ich denke, ich komme ja da aus der gelben Röhre wieder raus. Okay, Wandsprung-Challenge. Okay. Okay, bestanden. Ich hätte eh unendlich viele Chancen gehabt. Yeah, wunderbar. Ich glaube, selbst dafür wurde der Soundeffekt von Mario geändert. Wie er klingt, wenn er auf diesen Dingern landet. Selbst da hat Mario eigentlich im Originalspiel andere Soundeffekte gemacht. Oder so Geräusche gemacht. Als hier in diesem Spiel. So, die stören mich gerade, deswegen warte ich mal kurz ab. Zack. Okay. Das Problem ist ja, ich kann ja nicht schießen, wenn ich auf den Dingern bin. Nur wenn ich in der Luft mich befinde. So, diesmal sammle ich das hier. Ja, okay, es sollte ein Erfolg sein. Ach, ich krieg gar kein Power-Up, stimmt. Oh, scheiße. Ich krieg ein One-Up. Weil ich schon eine Vollblume habe. Ich dachte, weil ich keine auf Reserve habe, würde ich da auch was extra kriegen, aber stimmt gar nicht. So, dann machen wir den hier kaputt. Damit wir in Ruhe dahin können. So, dann wird der. Wow! Dieser Meister, der ist mir voll ausgewichen. So, jetzt schauen wir mal, ob wir wieder zurück in die ins Weltall schießen. Sieht mir eigentlich danach aus, ne? Oh, ach, wir sind hier schon. Okay, gut. Wir sind mal minimal über so einen Berg hinaus und schon leben wir in der Antigravitation. Das ist unglaublich. Okay, also wir hatten eine lustige kleine Spritztour mal wieder zurück auf der Erde. War lustig. Oder auf irgendeinem Planeten wahrscheinlich. Nicht mal die Erde. Hat viel Spaß gemacht. Und jetzt sind wir wieder zurück im Weltall. Und jetzt sind wir in einem Weltallschloss. Vermutlich gibt es hier aber auch keine Supergravitation. Also mit Supergravitation meine ich eigentlich wenig Gravitation. Aber ich hatte Unrecht. Die Gravitation ist hier tatsächlich sehr niedrig. Ach. Ja. Okay, ist gar nicht so easy, da hochzukommen. Aber cool gemacht. Ich meine, ich habe sowas hier schon mal in dem Trailer oder so in Previews von diesem Spiel gesehen. Also, es ist jetzt eigentlich nicht ganz so ein Bauschen, was hier passiert, weil ich wusste schon, es gibt irgendwann so eine Phase oder ein Level oder so, ich wusste nicht, wie viele es sein werden, wo man so rumfloaten kann, antigravitationmäßig. So, ich muss mich ein bisschen beeilen, aber das sollte kein Problem sein. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass eine ganze Welt um dieses Konzept gebaut wird. Und ich wusste auch nicht, dass man keine Wandsprünge machen kann dann. Das war knapp. Das Fiese ist, mein Sprung wird dabei sogar abgebrochen, aber ist nicht weiter schlimm. So, einmal da gucken, dann einmal da gucken. Okay. Und dann geht's ja weiter. Muss ich irgendwie da hin oder so? Ich weiß es nicht, Moment. Ich opfer mich mal. Ne, da passiert gar nichts. Okay. Ich dachte, man könnte irgendwie rein. Moment, wir drücken. Was, in welcher Reihenfolge drücken wir denn? Erstmal das, oder? Okay, das Spiel hat mir eigentlich vorgeschlagen, erst das andere zu machen, damit es einfacher wird. Und ich dann, damit mir eine Wand hingebaut wird, damit ich nicht gegen diese Elektro-Dinge komme. Aber ich mache es einfach mal trotzdem so. Was mache ich? Wahrscheinlich gehe ich hier rein. Okay, gut. Gehen wir da rein. Ich wette, ich darf nicht zu hoch springen. Ich wusste es. Okay, gut. Miese Sache. Egal, wir haben ja mehrere Chancen. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob möglicherweise ein Secret-Exit auch hier sein könnte. So, wie mache ich das? Ja, das ist zu wenig. Mist. Okay, ich kann sowas hier, aber... Also mit Stampfattacke, aber irgendwie war es auch nicht das. Also ich wollte schon vorher die Stampfattacke machen, aber Luigi wollte irgendwie nicht vorher. Also probieren wir es noch einmal. Okay, perfekt.
So, einmal und wahrscheinlich wartet hier auch noch was auf mich, oder? Nö, doch nicht. Also außer das Geld. Okay, gut. Dann können wir fröhlich weitergehen. Trampolin-Action, ja. Moment. Ah, Mann, der springt automatisch schon zu hoch. Ah, das war meine Chance gewesen. Okay. Also das ist mein minimaler Sprung. Mein ganz kleinster Sprung sieht so aus. Also ist immer noch sehr hoch. Okay, ich war überhaupt nicht mehr auf diesem Trampolin drauf. Ihr habt es alle gesehen. Oh, was ist das? Aber, oh, nett. Das gab es bis jetzt echt selten. So ein Power-Up vor dem Boss, also so ein verstecktes. Nehme ich auch gerne an. So, und jetzt ist er in der Phase, wo der diese Maske auf hat, womit man nicht mehr auf ihn draufspringen kann, regulär. Dieser Bowser Jr. Wow, auch er ist irgendwie voll gegangen beim Sprung. Und es geht weiter. Oh Mann, da warten ja lustige Sachen auf uns, glaube ich. Kann das sein? Hat diese Welt überhaupt Secret Exits? Moment, das muss ich mir mal genauer angucken. Möglicherweise gibt es nicht mal Secret Exits hier. Also potenziell gibt es hier kein Secret Exit. Hier auch nicht, hier auch nicht. Ich glaube, die Welt hat keine Secret Exits. Die hat noch einmal diesen Weg hier, den wir freischalten können, aber das war's dann noch. Let's go. Meteor Lane. Oh je. Okay. Stellen wir uns die Herausforderung. Autoscroll. Warum nicht? Okay, gut. Das ist ja eine gefährliche Kombination hier. Shit. Okay, fängt schon mal super an. Das ist eine Hammer, Bruder. Nein, 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 nein. Auf gar keinen Fall den Mini-Pits. Das war jetzt ein bisschen unglücklich. Also gib mir mal das hier. Ich habe jetzt schon zwei Power-Ups verloren. Also wenn ich jetzt hier sterben sollte, dann muss ich das Level nochmal ohne Ersatz-Power-Up machen, was nicht einfach sein wird. Yoshi-Coin. Hat man schon länger nicht mehr, ja. Boah. Okay, ihr merkt, das Ausweichen ist verdammt schwierig, ja. Was ist das? Oh, Space Goombas. Cool. Warten wir hier noch kurz. Okay, da kommt wohl nichts mehr. Ach, das war eine verdammte Yoshi-Lanze. Okay, aber besser als nichts, oder? Manches mir ist auch egal. Okay, okay. Oh, jetzt muss ich mal improvisieren. Zack, und dann zack. Okay, gut. Neues Item. Ja, es ist leider nur ein Pilz. Aber immerhin. So, das sind diese Viecher. Die werden böse, wenn die getroffen werden. Von der Vollblume oder von einem Meteor. Dann fangen die an, auf mich zuzulaufen und zu explodieren und so eine Scheiße. Ich demonstriere euch das mal. Sieht ungefähr so dann aus. Hört's hier auf. Boah, jetzt trifft mich nicht noch kurz vor der Röhre. Hau ab. So, kurze Erfrischungspause hier. Ich glaube, gleich scrollt es da weiter oder so. Denke ich mir mal. So, ich gucke mir auch wirklich alle Ecken auf einmal an. Aber hier ist wohl nichts. Okay, gut. Dann können wir hier fröhlich weitermachen. Da ist eine Münze. Das sehen wir jetzt schon mal. Ich versuche mich mal zu beeilen, die schnell zu holen. Sie ist aus dem Bildschirm raus. Okay, dann versuchen wir uns hier umzubringen. Blöd gelaufen. Ich war nicht schnell genug. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe mich von der Yoshi-Coin ablenken lassen. Ich habe echt so gedacht, so, ey, wenn du schon mal da bist, kann ich hier versuchen zu sammeln. Und das war mein Untergang. Ich hätte sie komplett ignorieren müssen. Und stattdessen mich voll auf diese Star-Coin fokussieren müssen. Und genau das werde ich jetzt auch machen. Weil ich habe auch komplett unterschätzt, wie schnell das aus dem Bildschirm raus scrollt und da ich dann nicht mehr dahin kann und sowas, wisst ihr? So, jetzt aber schnell holen. Und weiter. Haben wir auch sonst nichts groß verloren. Power-up-mäßig sind wir immer noch wie vorher dran. Aber diese Animation sieht auch echt cool aus irgendwie. Wie Mario durch die Luft hüpft. Ja, ich muss gerade gucken, wo es am sichersten für mich ist.
Okay, ich würde gerne meine Ersatzpower abholen, aber es wird, wenn ich es jetzt einsetze, da oben landen, glaube ich. Also kann ich es zurzeit nicht nehmen. Boah, knapp. Scheiße, ich kann es gerade echt nicht holen. Jetzt habe ich eine Chance. Sehr schön. Und hier ist nichts mehr. Ich habe das Gefühl, oben war eine Münze. Und ich bin nicht hingegangen. Bitte lass mich falsch liegen. Okay, das sollte, glaube ich, kein großes Problem sein. Ich muss in die Röhre da rein. Komm her. Ah, falsche Richtung. Schon wieder falsche Richtung, verdammt. Okay, jetzt habe ich gedacht, ich würde den in die andere Richtung stoßen. Dann hat er ihn doch nach rechts gemacht. Ja, komm her. Verdammt. Okay, wir haben ja zum Glück massig Zeit. Ach, komm schon. Jetzt aber. Ja, okay, gut. Schon mal. Und dann müssen wir einmal hier rein. Gut. Oh, ein Geschenk für mich. Oh, Moment, das könnte gefährlich werden. Ich komme mich ja hier durch den Boden. Also ich sollte möglichst nicht springen. Und vielleicht versuchen, die Dinge abzuwehren. Also wenn ich springe, dann falle ich da durch, deswegen. Okay, gut. Also vielleicht wäre ich nicht mehr direkt da durchgefallen, das weiß ich jetzt nicht. Aber es sind ja zwei Bodenschichten gewesen. Ich weiß nicht, ob Mario jetzt durch eine durchgeht. Oder direkt durch beide. Aber auf jeden Fall muss man es ein bisschen auf Nummer sicher machen. Und damit haben wir auch das schöne Level erfolgreich hinter uns gebracht. Sehr schöne Sache. Ja. Das sah mit dem Stern sieht sehr interessant aus. Aber dazu kommen wir ja noch. Napalm Nebula. Oh je. Klingt böse.